Zay Dale Bagrist. Mi nombre es Arturo Kerbel. Ich bin geboren in Mexiko. Ich habe gelernt Psychologie in Universität, in Universidad Iberoamericana. Ich bin jetzt in London. Ich lerne ein Doktorat in Neuach und kognitive Sachen. Ich weiß nicht, wie er sich zurückhält, wenn er mich fragt. Neurowissenschaft. Neurowissenschaft. Aber heute werden wir nicht reden wegen der Mojach. Wir werden reden ein bisschen wegen der jüdischen Sprache, die Wichtigkeit von der jüdischen Sprache und ein Beispiel, wie jüdisch kann sein eine wichtige und eine nützliche Sache für eine jüdische Keile in jener Ort. Das ist nur ein Beispiel. Ich will reden ein bisschen wegen der Geschichte von Juden in Mexiko. Wir haben nicht geredet wegen dem. Ich will das machen ein bisschen schneller. Und wir noch mehr wollen reden ein bisschen wegen jüdischer Literatur auf Jüdisch, was man hat geschrieben in Mexiko. Wenn Juden sind gekommen in Mexiko, es ist gewesen und es ist euch heint, sehr ein exotisches Land. Es ist sehr anders wie das, was wir nicht gekannt in Polen, in Litte, in Russland, in jener Ort. Welcher weißt ihr, wie wenig wegen Mexiko, wie Juden in jener Zeiten haben gewusst? Also ich will euch später fragen, was fehlt ihr wegen dem? Weil es kann sein, dass eine männliche Sache von dem, was hat mir gefehlt in jenen Zeiten. Kommen wir in ein Land, was ist im Ganzen Achena. Also, das ist unser Land. Wir können trachten, dass mehr oder weniger Tijuana ist London, dort in Zoffen, und Cancun ist Bukarest. Es ist sehr ein großes Land, es ist nicht Brasil, es ist nicht Russland oder die Vereinigte Staaten. Es ist sehr ein großes Land. Heutzutage, die größten jüdischen Kehiles, die existieren, befinden sich in der Stadt Mexiko, was ist der Hauptstadt. In der Hauptstadt wohnen herum zwischen 20 und 30 Millionen Menschen. Und im ganzen Land wohnen herum 180 Millionen Menschen. Als die größte Kehile sind in der Stadt Mexiko, in Guadalajara, in Monterrey und heutzutage als auch Menschen, nicht nur Juden, gehen nach Mérida oder Cancún, der dortige Gegend, zu verschiedenen ökonomischen Zielen. Das ist Kalifornien, das ist Texas, von El Paso bis der Golf von Mexiko. Und Kuba und der Karib seien und unsere andere Schäne und Guatemala und Belize. Also öfter eine von den Sachen, die ihr kennt, ja, in Mexiko seien, es ist wegen die Azteken, wo sie in der sehr größer und starker Imperie, wo sie existiert in Mexiko. Aber die Azteken haben existiert knappe 200 Jahre. Und wir vergleichen mit anderen Zivilisationen, die Azteken seien gewesen die kurzen. Kulturelle Geschichte hält rund 1500 Jahre before Christ. Also das ist, was haben die Spanier gesehen, wenn sie seien gekommen in die Stadt Mexiko in 1526. Man hat gebaut eine Stadt inmitten an unsere, wir haben gemacht Inseln und sie haben eine Wade gar nicht gekannt wegen Amsterdam und wegen, ich weiß nicht, viel, wenn hat man gewollt Amsterdam. Ich weiß nicht, aber sie haben sich nicht bekannt, aber sie sind gewesen größte Ingenieure noch. Na, на самом деле, они, не знаю, если они знали про Амстердам, но они начали делать вокруг этого большого острова, они начали его соединять с другими маленькими островами. Ну, как, в общем-то, очень похоже есть в Амстердаме. Это то, что мы хотим от штат в архикатедра, а пирамид, а центральный темпл. Он, а сам трахтен, а с дегрессе штат в мире, в мидлэльтер, из гэвэн
Paris over the greatest dot in the world. In the middle there is even the stot Tenochtitlan. This is the met the stot Mexico. Geld hat nicht existiert. Jeder Mischpoche hat gehabt ein eigenstiegel Land und jeder einer hat produziert etwas anderes und alle seien gegangen in Chrom und gebieten Sachen. Du gibst mir Vanille und ich gebe dir Kakao. Ich gebe dir Kakao und du gibst mir Pomidore. Die Spanier sind gekommen in 1526 in Stott, ein bisschen früher in der Gegend von Cancun. Und unser Konquistador, der Einnehmer von Mexiko, Hernán Cortés, hat Hasene gehabt mit einem Indianerfreu und zusammen mit ihm geführt der spanischen Armee bis zu kennen den größten Emperador von die Azteken Moctezuma, das ist unser Name. Die Azteken seien gewesen ein bisschen wie die Litwiner, Paganer, aber die Religie von den Azteken ist gewesen viel mehr organisiert und es ist gewesen ein größeres Volk, nicht kein Schäbet da und Schäbet dort, wie die baltische Schwotin. Das ist gewesen ein ganz Imperium mit sehr organisierter Struktur, mit sehr organisierter Religie. Und mit Hernán Cortés hält an euch die Geschichte von Juden in Mexiko. Euch wird gedenkt, die Inquisition ist angehoben in Spanien in der 15. Jahrhundert. Und Juden haben gesucht, andere Prayers aneinander zu arbeiten. In Amerika gar nicht hat existiert, aber wenn sie haben etwas an Gelegenheit zu tun, etwas anderes, man weiß nicht, aber Juden fahren, wo die Schiffe fahren. Aber sie haben nicht gekannt sein, öffentlich Jiddisch. Sie haben praktiziert etliche Traditionen in der Heim mit einem vermachten Tier und die seien Erde in Mexiko, wo die Spanier haben gefunden, als Sache Silber und Gold. Und insulierte Erde weit in den Berg seinen guten Erde für Krypto-Iden. Das meint, Iden, wo seinen geworden Christen, aber wo haben gehitten etliche jüdische Traditionen in der Stube. Und viele heutzutage in dieser Erde existieren Mischpoches, wo sie tun moderne Sachen, die sie verstehen nicht. Wie anzünden schades Licht, aber sie wissen nicht, für was und. Eigentlich bei Nacht, und sie wissen nicht, für was. Sie ziehen noch. Nun, sie dachten zu dem Sulle und Jesu, aber sie zünden Licht schades. Und sie tun andere Sachen, wo sie wissen nicht, von wann kommt es. Also, wir werden jetzt springen in Zeit und kommen im Jahr 1819. Und das ist eben Mexiko. Von Guatemala bis mehr wie halb von heutigen Vereinigten Staaten. Die seien die 13 Kolonien. Und die alle Erden, die seinem Geld haben, belangt zu den Spaniern. Der lustige Mensch ist einer von den Iden, die ich euch erzählt habe. Er hat gewohnt in der Stadt Pachuca. Er ist geboren in Ohnheit vom 20. Jahrhundert. Und er hat gewollt formalisieren das jüdische Leben von den alle Krypto-Jiden, die seinen Gewinn in die alle Städte. Als er ist geboren in die alle Städte, wo man vielleicht haben und man hat Silber, weil er hat gewusst, als eine Sache von den Erden seinen gegründet geworden durch Krypto-Jiden. Also er ist herumgehauen, sie gefunden etliche von sie und sie gesammelt in Pachuca, was ist da, was ist geworden die erste offizielle organisierte jüdische Kehille in Mexiko.
Мило кун гехата прецедент, но хунзе революция, осо геендик дин 1921, аз дермен, че закумен мит Плутарко Лиас Кайо, зер прецедент, un mero tergesot as hermos prengen gin as es esa gute idee sondern einladen gin as der president hot geffen die tier far immigranten nicht nur jeden oberero de mach sehr a wichtigen lobbying soll der president einladen gin euch as jeden von Surie haben angehalten zu kommen in der Revolution, der Mensch der Revolution, jeden von Surie seinen schönen Leben in Mexiko. Etliche Aschkenazim euch, aber Mehrheit Aschkenazim seinen, haben angehalten, seinen angehalten, zu kommen in Mexiko in die 20er Jahre. Die Schiffe seien gekommen in zwei Hafen, in Tampico und Veracruz. Die Mehrheit in Veracruz. Stellt sich vor, als ihr euch gelegt, als ihr werdet sehen, Amerika mit der Statue of Liberty. Das ist das, was ihr gelegt in die Zeitungen. Also, ich werde vorhin in Amerika. Aber Amerika ist ein ganz Kontinent, was geht von Alaska bis Tierra de Fuego, Kimat in Antarktika. Als sieben haben gekauft, die Letten zu fahren in Amerika. Als etliche von sie, anstatt zu sein, die heute Vignonim von New York und die Statue of Liberty und Ellis Island, sie seien da gekommen und gesehen, als auch bräune Menschen, nicht weiße, die älter seines Leben erzählen, als Bananen zum Beispiel, seinen gewinnen großen Luxus in Beulen, in Litte. Und von einem Tag zum zweiten haben sie schon gekannt, essen, wie viel Bananen diese Jungen wollen. Und die weiße Iden und andere Immigranten seinen gewinnen, wie exotisch für die Mexikaner, wie die Mexikaner seinen gewinnen exotisch für sie. Das ist der Hafen von Veracruz, heutzutage. Eine Sache von meinen ältere Seiles haben seinen gekommen erst die Männer gearbeitet, gesammelt Geld und danach geschickt mitbringen die Weiber. Und eine Sache von sie seinen gegangen gleich vom Schiff in Civil Registry rein, gehassen zu haben und soll der Weib werden euch Mexikaner. Naturalisatie. Die Männer haben gedacht, arbeiten ein paar Jahre, gerade zusammen genug Geld, bis der Weiß soll kennen. Meine Seele ist geboren in Racine, da in Litte. Der Tate ist weggefahren und mein Bobe, meine Seele hat nicht gekannt seine Taten, bis er ist gewesen 4 Jahre alt und ist allein gekommen in Mexiko mit der Mama. Und nur wenn er 4 Jahre alt ist, hat er sich bekannt mit dem Taten. Das ist die Stadt Monterrey, eben seine neue Stadt gekommen. Das ist in Zofen, Mexiko, nicht weit von den Vereinigten Staaten. Das ist Monterrey heutzutage. Das ist ein bisschen, ich habe die Bilder in einer anderen Präsentation, die wir werden in Bad öffnen. Aber das ist die Stadt Mexiko in die Zeiten, in die 20er und 30er Jahre. Das ist ein wichtiger Linien, das ist der Pashtatas. Und dort haben sie gekrogen Brief und geschickt Brief in Europa. Und es ist da, das ist auch der Ort, wo sie haben aufgehört zu kriegen, die Brief. Sie sind gekommen und fragen, was ist nein, gar nicht ist nein. Bei Menschen, beim Kurden. Das ist unsere zentrale Plaza, nur ein Winkel von der zentralen Plaza. Das ist die zweite größte Plaza Square in der Welt. In Mexiko sind so viele Menschen, die man gedacht hat, weglegen die Gärtchen. Und heutzutage ist es flach und es ist nicht kein Wort. Es ist dann ein riesiger Square. Also, was haben in gefühlt, wenn sie gehabt zum ersten Kontakt mit den Mexikanern. Sie haben gewusst, dass Christen seinen Christen, aber sie haben nicht gewusst, dass Christentum können sehen uns als so anders
wie in Polen oder Litauen. Und Wiesler weiß, ob nicht nun geholfen zu, ich weiß nicht, zu verstehen oder zu kennen, was trachten die Mexikaner, was ist dort gewesen früher und so weiter. Er stellt sich vor, dass ihr seid Iden und ihr lernt, als nicht nur die Azteken, jemand alle Zivilisationen, frierdige Zivilisationen in Mexiko haben praktiziert Human Sacrifice. Und Mexikaner haben noch gehabt, mehr nicht andere Sort Human Sacrifices, was existieren noch heutzutage in den Vereinigten Staaten, was haben existiert in Auschwitz. Und er sagt, oi, 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 die Azteken haben gehargert, etwas ein Mensch in einem Ritual, ne? Wie viele Menschen hat die europäische Zivilisation sacrificiert? Iden haben gesehen, modne Sachen, zum Beispiel jeden Pesach, es ist mehr oder weniger wie Semana Santa. Nun, mein Seiter erzählt, er gedenkt nicht, weil er ist gewesen, Kudiki. Mein Seide, die Eltern sind gekommen von Majek Gouvernier in Veracruz und sie sind gegangen in eine Stadt, was ist da, was heißt Monclova. Und dort ist mein Seide geboren und sie sind gewesen die einzige weiße Menschen in der Stadt. Und die lokale Bevölkerung ist gewesen zertummelt mit. Nicht schlecht, sie sind gewesen, like, was war ein schönes Kind, ein Weißer, ein Gingy. Als die ersten paar Jahre haben sie gedungen, mein Seiden, they rented, my grandfather, ihr wisst, dass man stellt, was man ruft, das Nascimento. Aber haben die Spanier gezeichnet, Jesu, wie ein Weißer. Und im Fall ist es nicht gewinnt wichtig, auf jeden, nicht jeden, das ist ein Weißer, Engel, das ist wie Jesu. Es ist nur eine Sache, Keiles, nicht Keiles, Communities. Gemeindes. Von Mexikanern. Sie aktieren das, was Jesu hat gelitten in der Via Crucis in Jerusalem. Als man kleidet euch etwas ein Mensch und er trainiert ein ganzes Jahr, geht er zu tragen ein Kreuz. Und in etliche Erden, das ist nicht wie in Philippinas. In Philippinas sie tun dieselbe Sache, aber sie bei MS mit der Zweck in die Hände. Und sie hängen dort, ich weiß nicht wie lange, ich habe das Kreuz nicht gesehen mit den eigenen Augen. Aber man schlägt ihn mit Peitschen und der Mensch blutigt. Und du hast Mexikaner, was stellen sie wie die Römer. Und hinter ihm hast du die Jiden mit Judas. Also nur, stell sich vor, ihr lebt das euch, stell sich vor, dass ihr seid Litwaken, wo sind gekommen in Mexiko im 20. Jahrhundert und gesehen die dosige Sachen in deinem Geld. Sie haben gesehen, dass die Jiden seinen dort, haben sie gehabt Neule, haben sie getracht, das ist wie Polen noch einmal, wird seinen sie Antisemiten, leben, als der Entfer ist nein. Ein Tag, ich bin gewesen mit den Eltern in Oaxaca, das ist ein State, was ist in Dorem, Mexiko, sehr ein indianischer und ein oremer Ort, wo Menschen viel reden, etliche Menschen viel reden, nicht kein Spanisch. In Mexiko haben wir rund 60 lebendige Sprachen, was haben gar nichts zu tun mit dem Zweiten. Eine andere schöne Tradition, was wir haben, Mexikaner haben nicht mehr, weil wir sind in jedem Hogel. Aber wir haben unsere eigenen Wellen. Das ist heute im November, dem ersten und zweiten Tag von November. Es ist da ein orangener Blum, was blüht, Punkt in der Woche, in die Woche. Und es ist sehr ähnlich wie einer eigener orangener Blum, was ich habe gesehen, als in Bildern und so weiter in Wellingen. In Lidl ist auch da eine traditionelle Blume, was sie ist. Also nun, den ersten Tag dämonen die Kinder, die teute Kinder, und den zweiten Tag alle anderen. Was ist das? Wo lebt ihr? Was ist das? Klaus. Aha, gut, das ist die Säule. In Mexiko, mit der Mond nicht die Teute. In Mexiko, man feiert
me pravet mit bitoyt. Az lo mir zogen az venir bin geven lebedig. Ich hob lieb gehat zu trinken Coca-Cola, Corona, ich hob lieb gehat tacos, ich hob lieb gehat Zuckerkes, ich weiß nicht. Als die Mischpoche kommt in der Weissäulem, in der Matzeibe, sie legen einen Tischtach und man macht ein Picknick und man trinkt und isst das, was der Teuter hat liebt. Und man bringt Mariachis, das ist oder Trios oder andere Sachen, die seien wie mexikanische Klesmolien. Als Iden praktizieren nicht die Sachen, aber wir haben lieb zu sehen. Und es ist doch Vakatias in die Tag. Als wenn mir, du fährst aus von Stadt und gehst auf kleinere Erde, auf Dörfen, wo Menschen seien sehr traditionell. Und man geht euch in Weissäulen zu gucken, was sie wollen tun. Und eine persönliche Eize. Und wir fahren in Mexiko einen Tag, die seien die Dates, wenn ihr wollt, ihr darf kommen. Ihr werdet kennen sehen, mexikaner Kultur in all its. It's full expression. As no, was haben sie gefühlt, was haben sie geredet, was ist gewesen sehr in der Leben von die alle Sachen. Aber eine von den Sachen, was sie dann haben getan, ist schreiben. Und mein eigener Terzere hat geschrieben ein kleines Buch mit Poesien, Humoreskes und ein bisschen Belletristik. Dem Elterzeir ist geboren in Shechol, was ist 10 Kilometer von Gilgamesh. Was heißt sich zwei Emigranten in Mexiko in 1923. Er allein hat gemacht die Bilder euch. Aber das ist nicht nur es ist ein Lied, es ist ein Poem, aber nicht ein MS Lied. Dort steht geschrieben, als das Lied lehnt man, singt man Leute der Melodie von dem amoligen mexikaner Lied La Casita. Das ist die kleine Stube. Eine von den Sachen, die sie noch lieb gehabt von Mexiko, ist gewesen die Musik. Also das ist das Lied. Das ist ein Kino, das ist ein Film. Und das ist ein sehr traditioneller und berühmter Lied. Этот фильм была очень известная, национальная песня. Und der Mensch sagt, dass wir kaufen ein kleines Stuhl mit meinem Geld, sollen wir wohnen zusammen und zufrieden. Это песня о том, что этот человек говорит, что я куплю маленький дом, и мы будем жить вместе и счастливы. Also nun, nicht nur, ich wollte gerne, das ist ein Konzert, das ist aber nicht keine gleiche Übersetzung. Und nun, der selbe sagt, stellt vor, wie einer, ein Emigrant in Litwak, was ist gekommen in Mexiko mit 3 Jahren zurück. Und trifft den Gast, ein polnischer Emigrant, was ist nur was gekommen. Und man kann sehen, als wenn Iden seinen gekommen in Mexiko, in Nonheim, ja, ich bin von Litwe, ich bin von Polen, ich bin von Russland und wir sagen sehr anders. Die Lied glänzt ab, ein bisschen von den Gedanken, die sie haben mitgebracht von Europa und was haben ein bisschen weiß gebeten, zu bauen eine Kehle, eine aschkenasische Kehle von allen Eiden, die stammen von allen aschkenasischen Ländern. Und früher, die Eltern sagten, so sagen wir, no, das du hast eine Hoffnung mit der Polish, das ist gefährlich, mit der Litwak, das ist gefährlich, no. Mit der Deutschen, das ist gefährlich. Also nun, der Litwak fragt den polnischen Iden. Guter Bruder, von wann kommst du? Da in Mexiko, was tust du in dem weiten Land allein? Suchen Glicken gekommen her, wo Emigranten machen ein Leben sehr schwer und dieselbe ist mit mir allein. Ich bin schon in 3 Jahren von Litte, und efter Asche von Tepite, wo ein Neu hab ich gehabt. Ein Teppel Kaffee mit der Robert Tortille, hab ich gepackt am Ziehe und mit der Rhein geworden satt. Sie sind sehr billig und
un Nitz Universal. Uno es Gay Fighter, donde por la Polisher, un Dittifak. Der Polisher Glee, das mit die Por 100 Dollar, un Dosero gebracht. Veterkennen, Handlen, Wholesale. Und nicht seine Peddler. Aber der Litwak sagt, dass das wird nicht geschehen. Also man muss anheben von dem niedrigsten. Also nur das ist die Stadt Mexiko, eine von den größten Städten in der Welt. Und das ist auch ein Teil von unserer Tradition, das Sachkolieren, die Tortillas, was man macht mit den Händen. Und die haben gesehen die Pyramiden und sich gewundert. Und wir haben noch gehabt, als Zeitungen auf Jiddisch. Also haben die in gesehen Mexiker, wenn sie sagen, gekommen. Also es ist gewesen etwas, ein Kommunist in der Kehle, als Sachkommunist, jüdischer Kommunist noch. Aber Selig Schniadover hat gehabt ein Stickel allemal in etwas, eine Zeitung, wo er hat erklärt, was heißt sich, kennt ihr Mexiker? Ich sehe jetzt, als dort steht geschrieben, der scheint jeden Dienstag hat Mar Schniadover geschrieben, etwas anderes wegen mexikanischer Geschichte. Als das Mal redet er wegen wer seinen Gewinn die Azteken, die frühere Einwohner von Mexiko. Ich kenne sie da zum Beispiel, als da redet er wegen sie nutzen Kaktusblätter von Magei, also Kaktus, was pflanzt, und man nimmt daraus den Tequila, Mezcal, Pulque. Er hat geredet wegen wie haben die Indianer gemacht, alkoholische Getränke, was haben sie getracht, was ist gewesen seine Religion. Und die Ziel ist, zu erklären die Juden, wo seien sie. Das ist der aztekische Kalender, die Azteken haben ja ihren eigenen Kalender. Und es ist sehr interessant, als probiert zu erklären, was ist Mexiko, aber der Kalender ist nicht fein. Der Kalender, design in zwei Augen und am Mäul, das darf sein als euch. Also wir werden in bald kommen zurück zu, was haben die Juden gefühlt, geschrieben und getracht. Inmitten der dosigen exotischen, unbekannten Welt haben ihnen gedacht, wollen einen heimischen Ort. Das ist eine Schule in Schadl. Und in Mexiko hat man gemacht eine Replika. Dort habe ich Hasene gehabt, mit 4 Jahren zurück. Das ist nicht gewesen die einzige Replika von einer litwischen Schule. Das ist eine andere Schule, eine aschkenazische Schule, wo es ist eine Replika von einer Schule in Rasein. Und wir können gefunden, ein Dokument, eine Zeichnung, ein Bild von der dosigen Schule in Rasein, wo die Kehle gewinnt, sehr, sehr zufrieden zu sehen, weil sie nicht tot ist. In seinen Gewinn ein Teil von der Gesellschaft. Sie seinen Gewinn Freund mit anderen Intellektuellen. Mexiko ist ein sehr wichtiger Ort für Sozialismus und Anti-Stalinismus. Ich rede wegen Sozialisten, die seinen Gewinn gegen Stalin. Okay. Und nur Sozialisten, die so ein Lieb gehabt Stalin. Ihnen und nicht Ihnen. Ich habe dir gehört wegen Frida Kahlo. Sie ist eine von unseren berühmtesten Künstlern und heutzutage alle Willen haben ein Hemd mit ihrem Pony, mit etwas ein Bild, was sie haben gemacht. In Vilne, wenn ihr geht von Archikathedra bis in Richtung von Lokischkis, Lokischkis Eichstätt, es ist so ein kleiner Park dort, wo es hat eine schöne Street Art von Frida Kahlo. Frida Kahlo allein ist gewesen Jid. Der Tate, aber nicht Jid, der Tate ist gewesen ein russischer Jid. Kahlo ist ein russischer, jüdischer Jid. Trotzdem hat entlaufen, Mexiko, die ganze Geschichte hat gegeben Asylum zu Asach Menschen. Euch trotzdem, aber euch. Und Mexiko ist eine moderne Sache, weil von einer Hand haben sie gekrogen Trotzkin, aber von der zweiten Hand seien sie jungen Freund mit Stalin und mit den Vereinigten Staaten. Heutzutage ist dieselbe Sache.
sie sagen Freund mit Israel, mit Iran, mit Putin, mit Efshar nicht Trump, weil er ist, aber mit den Vereinigten Staaten. Mexikaner können sein Freund mit Putin sehr fein, aber nicht mit Trump. Sie sagen sehr anders. Sie sagen, sehr anders. Also nun, Mexiker hat nicht, sie haben abstainiert in der Beschluss wegen Israel in der UN. Heutzutage wurden sie auch abstainiert, wenn man wird votieren für die Palästinenser Medina. In Mexiko ist das Sprichwort und das ist nicht unser Hund. Das ist nicht mein Kind. Wer bin ich, dir zu sagen, was zu tun mit deinem Kind? Also nun, wir haben gehabt sehr, sehr guter jüdischer Schreiber, was heißt Yitzhak Berliner, und er ist gewesen, ein russischer. Und er ist gewesen, ein starker Freund mit Diego Rivera, mit Trotsky, mit Frida Kahlo. Er ist gewesen ein Teil von, er ist nicht gewesen ein Sozialist. Er ist gewesen sehr sensitiv, wenn was geschieht mit ihm, mit Mexikaner in Orenkeit, wie er so leiden sei, das ist eine humane Sache. Man darf nicht sein, kein Sozialist, zu verstehen, was die Mexikaner leiden. Diego Rivera ist, man kennt ihn nicht so viel, weil man kann nicht nehmen ein Bild in Louvre oder ein Bild in Tate. Man kennt nicht. Weil er hat gemalt Muralen, öfter dem Size von der Archikathedrale. Riesige Mural. Er ist der berühmteste Mexikaner Muralist. Mexiko hat eine starke und die einzige, ich bin nicht kein Künstler, aber es ist nicht so kein Land, das hat eine solche starke und entwickelte Tradition von Muralen. Von größeren Wänden, wo schildern als die Welt, die Indianer früher, der Stiegelach von mexikanischer Geschichte, als Rivera und Berliner seinen Gewinn freien. Und sie haben zusammen gemacht, sehr ein interessantes Buch von Lieder, was Diego Rivera allein hat gemalt und gezeichnet für Berliner, und das ist ein Buch von Poesie Euphilisch. Das ist euch eine. Der Name von dem Buch ist Stadt von Palazzen. Berliner gehört wegen den ökonomischen Kontrasten in die Stadt, wo seinen Affilu heimzutage dieselbe Sache. Die seinen die Palazzen mit den Bourgeois, wo sie tun, sie ihr Sach, sie essen. Die Kirche ist aber weit von der Volk. Und Modernity wird kein Null nicht sein verdient. Das ist ein Stückel von einem Memoir, was mir geschrieben in Monterrey. Da, ich habe gewissen dieselbe Bild früher. Der erste Jid in Beisol, das ist die erste Levai in Monterrey. Das ist ein anderer Schreiber, was mir auch gehabt, Moshe Rubinstein. Und er sagt, die grüne Cousine kommt und macht ein Überkernisch. Ihr wisst, dass die grüne Cousine ist. Ihr meint, dass du grüne Cousine. Du bist ein neuer Immigrant. Und Moshe Rubinstein ist der Wendler. So ein Kind, wenn etwas eine Cousine ist gekommen von Europa und ist ein sehr starker Kontrast für ihn von Sprache und Gefühlen und Psychologie und so weiter. Da sind die grünen Cousinen gekommen, ich habe früher gewesen. Das ist Leon Forn. Efter unser Argentiner Freund weiß viel mehr wegen Leon Forn, weil ich glaube, er ist ein Argentiner, ich bin nicht sicher. Ich will davon fremden, aber er ist auch gewesen in Mexiko und geschrieben Carmen und andere Erzählungen. Ich habe sehr lieb die erste Schures und er sagt, du bist schön, Mexiko. Du bist wunderlich, schön und originell. Mit allen deinen Fehlern und Kaprizen bist du wie ein zerpieschtes Kind vergeblich. Das ist noch nicht alles. Ich kann noch nicht verstehen alles. Weil du bist jung in deiner Altkeit, Mexiker. Du bist komisch, teilmal ganz lächerlich
Und ein Großhalterei, was dir ein halb primitiv Kind und eine Säugung.